Aloha und willkommen zu einem neuen Video. Heute schauen wir uns den fünften Boss aus dem Schlangenstein an, Morrogrim, der Gezeitenwanderer. Der Kampf besteht aus zwei Phasen. In P1 wird der Boss zwischen der Wand und der Säule gleich links nach dem Eingang getankt und somit von den Raid weggedreht. Dieser schießt nämlich in regelmäßigen Abständen eine Gezeitenwelle kegelförmig nach vorne, welche Schaden verursacht und die Angriffsgeschwindigkeit verringert. Außerdem teleportiert er immer vier zufällig ausgewählte Spieler mitten in nasse Gräber, welche dadurch gestunt, Schaden erleiden und in die Luft geschleudert werden und somit nochmal Fallschaden erleiden. Legt hierfür einen separaten Heiler fest. Zudem lässt er ca. alle 45 Sekunden den Boden beben, was einen beträchtlichen Wert an Damage am gesamten Raid verursacht. Immer im Anschluss spawnen von beiden Eingängen 6 Murloc-Adds, welche auf den Raid losstürmen. Hierfür wird an beiden Seiten jeweils ein Tank abgestellt, um diese zu übernehmen, zusammenzuziehen und zu bomben. Das wiederholt sich jetzt so lange, bis der Boss bei 25% Leben angekommen ist. Ab jetzt wird niemand mehr in die Wassergräber teleportiert. Dafür erscheinen aus diesen 4 Wasserkugeln, die auf verschiedene zufällig gewählte Raid-Mitglieder ganz langsam vor sich hingleiten. Werden die Spieler von den Kugeln erwischt, explodieren diese und machen extrem hohen Schaden. Der Boss wird demnach ab 25% komplett ins Eck gezogen, um noch etwas mehr Abstand rauszuholen. Zieht jetzt alle Cooldowns und bringt ihn so schnell wie möglich in die ewigen Jagdgründe. Als Main Tank habt ihr keine große Aufgabe, da ihr so gesehen nur einmal nach dem Pull den Boss bewegen müsst. Ab 25% zieht ihr den Boss ins Eck, das war's. Eure CDs könnt ihr für die Erdbeben- und Murloc-Phase aufheben, da dort die Heiler eine Menge an Raid-Schaden zu heilen bekommen. Als Offtank hingegen spielt ihr die Hauptrolle. Ihr müsst hierbei eines der beiden Murloc-Camps, welche euch entgegenrennen, aufhalten und einfangen. Am besten bietet sich hierbei ein Schutzpaladin oder auch ein Feral-Druide an. Da die Murlocs ganz gut zuhauen, könnt ihr diese mit Hilfe von Jägerfrostfallen verlangsamen und etwas kiten. Zieht sie schlussendlich zusammen und gibt das Kommando, sobald eure Schadensklassen Flächenschaden ballern können. Die Murlocs erscheinen immer nach dem Erdbeben, vergesst das nicht. Als Nahkämpfer steht ihr direkt am Hintern des Riesen und habt in diesem Kampf allgemein nicht viel zu beachten. Keine Agro ziehen, Murlocs fokussen, bei Bedarf mal selber bandagieren sowie CDs ab 25% ziehen. Als Fernkämpfer steht ihr etwas abseits hinter dem Boss und gebt Gas, was das Agrometer hergibt. Sobald die Murlocs erscheinen, gebt euren beiden Offtanks die Zeit, um diese einzufangen. Zu früher Schaden kann hier gut und gerne zu einem Wipe führen. Als Jäger und Magier könnt ihr zudem via Frostfalle, Irreführung oder auch Blizzard euren Tanks das Leben deutlich leichter machen. Auch ein Erdbindungstod in Form Schamanin kann nützlich sein. Heilt euch allgemein nach dem Erdbeben gerne mal mit dem Verband oder nutzt nach dem Wassergrab einen Gesundheitsstein. Alle CDs am besten ab 25% nach dem Positionswechsel benutzen. Die Heiler erwarten hier massig an Raid-Schaden nach der Erdbebenphase. Wenn die Murlocs anschließend anrennen, versucht nicht eure dicksten Heilungen zu verwenden, um Heal-Agro zu umgehen. Stellt außerdem einen fest eingeteilten Heiler für die 4 Random-Spieler ab, die in die nassen Gräber geportet werden. Nehmt hierfür am besten einen Priester oder Druiden. Dieser muss natürlich noch in Reichweite sein, um im Raid zu heilen, sollte aber von der Positionierung trotzdem schnell die 4 Spieler heilen können. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst uns doch gerne direkt einen Daumen sowie ein Abo da. Über einen Kommentar freuen wir uns natürlich auch. In diesem Sinne viel Spaß im Schlangenschrein und immer genügend Mana-Tränke mitnehmen. Man weiß ja nie.